Mein Name ist David Lohner und ich habe mich mit dem Thema Big Bands in Deutschland befasst. Ich habe meinen Vortrag genannt "Und wo spielst du?", weil das, glaube ich, unter Jazzmusikern eine sehr häufig gestellte Frage ist. Wenn Sie mir diese Frage stellen würden, dann würde ich sagen, ich spiele in Karlsruhe. Das ist da, wo der weiße Pin steckt, für alle, die es nicht wissen. Dort spiele ich zurzeit in zwei Big Bands. Die eine heißt Up-to-Date Big Band und die andere Band ist das Palatine Jazz Orchestra, das ehemals Südpfalz Big Band hieß. Wenn Sie jetzt weiter fragen, wer bist du, der hier vorne stehst, was machst du hier eigentlich? Ich bin in erster Linie Schlagzeuger. Ich habe mit 5 Jahren mein erstes Schlagzeug bekommen und bin schon früh in der Schule mit Big Band Jazz in Berührung gekommen und das hat mich bis heute nicht mehr losgelassen. Ich bin auch immer noch aktiv, ich habe es eben schon gesagt, ich spiele in zwei Big Bands, manchmal auch im Studio. Morgen habe ich wieder ein Gig, das ist bei so einer Motto-Party, sage ich mal. Wir verkleiden uns alle wie in den 30er Jahren und spielen traditionelles Big Band Swing-Musik. Wie bin ich jetzt hier gelandet, wo ich stehe? Naja, mein Lebenslauf ist bisher von der akademischen Seite her relativ allgemein. Fängt an mit Schule, danach ging es weiter mit dem Studium, Geografie in dem Falle. Und jetzt bin ich am Arbeiten. Was aber während all dieser Zeit der Fall war, ist, dass mich die Musik begleitet hat. Und zwar, wie gesagt, in der Schule schon sehr früh, die Big Band. Später hat sich aus der Big Band haben sich einige kleine Jazz-Kombos gegründet. Das Jazz-Trio, das ich gegründet habe, bestand relativ lange mit derselben Besetzung. Das hat mich sehr gefreut. Und inzwischen bin ich wieder bei der Big Band angelangt. Der zweite Strahl hier zeigt so ein bisschen auch, dass ich mit klassischer Musik in Berührung gekommen bin. Das ist, finde ich, sehr viel wert, wenn man die Musik, die man macht, aus mehreren Blickwinkeln sehen kann. Nun habe ich am Ende meines Studiums eine Abschlussarbeit verfassen müssen. Und da habe ich mir gedacht, warum kann ich nicht dieses schöne Hobby mit meinem Studium verbinden? Ich wollte diese Abschlussarbeit so verfassen, dass ich mich nicht 2 Wochen in die Bibliothek einschließe und danach irgendetwas geschrieben habe, was nur dieser Abschlussarbeit dient. Sondern ich wollte was verfassen, wovon auch Dritte was haben, wo andere Menschen sagen, ja, damit kann ich wirklich was anfangen. Und darum habe ich meine Abschlussarbeit im Fach Geografie geschrieben mit dem Titel "Wie die Big Band nach Deutschland kam, eine kulturgeografische Analyse der Jazzszene". Kulturgeografie ist ein Zweig der Geografie, es geht dabei um Humangeografie, also die Geografie, was macht der Mensch wo in der Welt. Wir brauchen dabei eine Fragestellung, die sehr umfassend ist. Ich habe mich auf 4 Fragen konzentriert, nämlich: Gibt es Hotspots der Big Bands? Also gibt es Orte, an denen besonders viele Big Bands auftreten? Und wenn ja, wo sind diese Orte? Außerdem wollte ich der Frage auf den Grund gehen, wie sich das Phänomen Big Band als solches in Deutschland verbreitet hat, wie das in den letzten Jahrzehnten gewesen ist und wie es heute ist, ob es da vielleicht Muster gibt. Und letzten Endes, diese Frage wird heute etwas kürzer treten müssen, weil die sehr komplex ist, gibt es Personen in der Jazzszene, speziell in der Big Band-Szene, die gewisse Schlüsselrollen einnehmen, die immer wieder auftauchen, die bestimmte Knotenpunkte sind. Nun habe ich mich also für diese geografische Fragestellung aus einem großen Pool an Methoden bedient. Das heißt, ich habe einerseits eine quantitative Erhebung gemacht, eine Umfrage im Web, im Internet, um viele statistische Daten zu erheben. Das heißt, Masse, viele Daten erheben, die es so vorher nicht gegeben hat. Außerdem habe ich 3 Experten befragt, die ich selbst persönlich kenne. Das sind 3 durchaus wichtige Personen, erstens für mich und aber auch in der südwestdeutschen Jazzszene. Das war einmal Hartmut Petri, der Big Band Leiter meiner eigenen Schule, der dort an dem Musikgymnasium, also wo man Musik als Hauptfach haben kann, die 3 Schul-Big Bands geleitet hat. Das war zum zweiten Herr Jochen Welsch, ein Posaunist, auch aus Karlsruhe, der in Mannheim tätig ist und dort viele Big Band Workshops gibt. Und der 3. im Bunde war Klaus Graf, seines Zeichens Saxophonist der SWR Big Band. Ich versuche Aussagen dieser 3 immer wieder in den Vortrag einzubringen. Denn diese Art und Weise, diese Methode, Daten zu erheben, Menschen befragen nach Zusammenhängen, ist unheimlich wichtig. Ohne diese Daten kann man mit der besten Statistik eigentlich fast nichts anfangen. Nichtsdestotrotz
gerade als Geograf interessieren mich Statistiken, wenn Ortsdaten mit dabei sind. Denn dann kann man wunderschöne Karten erstellen. Da werden Sie nachher auch noch ein paar sehen. Ich habe also all diese Werkzeuge genommen und mir einige Dinge überlegt, die Daten zusammengefasst und Schlüsse daraus gezogen. Ich möchte mit der Geostatistik anfangen, mit der Umfrage. Die habe ich auf meiner Homepage durchgeführt, www.davidlohner.de. Und ich habe einen ziemlich großen Aufruf gestartet und ich meine, ich habe relativ viele Jazzmusiker in ganz Deutschland erreicht mit meiner E-Mail. Deswegen meine Frage, kommt Ihnen diese Webseite irgendwie bekannt vor? Wenn ja, bitte ich um Handzeichen. Eine Hand sehe ich, noch mehr? Okay, offensichtlich ist es gut, dass ich heute Abend hier bin. Also, ich habe diesen Fragebogen erstellt und nach verschiedenen Dingen gefragt. Wenn Sie das hinten lesen können, es waren auch namhafte Unterstützer dabei, die meinen Aufruf in ihre E-Mail-Verteiler genommen haben, zum Beispiel das Jazz-Institut Darmstadt, das Deutsche Musikinformationszentrum, die Union Deutscher Jazzmusiker und die Webseite Jazzpages. Mein herzliches Dankeschön an dieser Stelle auch nochmal an diese vier Institutionen, dass ich diese Umfrage durchführen konnte und dass sie mir dabei geholfen haben. Ich habe insgesamt knapp 300 Datensätze bekommen. Das heißt, ich habe 300 Big Bands aus ganz Deutschland erreichen können. Und meine Frage an Sie, was schätzen Sie, wie viele davon kommen denn aus Berlin, da wir doch hier sind? Angebote? Eine, zwei, mehr? 30. 30 höre ich hier vorne. Bietet jemand mehr? 50. 50 höre ich da, das ist sehr hoch gegriffen. Ich persönlich komme überhaupt nicht aus Berlin. Ich kenne die Szene hier leider fast gar nicht. Laut meinen Daten sind es 21. Mindestens. Weil, wie gesagt, ich habe bestimmt nicht alle Jazzmusiker erreicht. In meinem Fragebogen habe ich also konkret gefragt nach dem Namen der Band, nach dem Gründungsjahr der Band, nach der Mitgliederanzahl, einfach um so ein bisschen herauszufinden, was sind das für Bands, sind die groß, sind die klein, nach der Organisationsform. Da habe ich dann versucht, je nachdem, wie diese Band organisiert ist, ist das eine Schul-Big-Band, ist das vielleicht ein eingetragener Verein, sind das alles Berufsmusiker, habe ich versucht, auf das spielerische Niveau der Band zu schließen. Aber es hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass ich da so ein bisschen im Bären aufgesessen bin. Mehr dazu später, wenn ich die Schaubilder zeige. Außerdem habe ich gefragt, was natürlich Geografen interessiert, wie groß ist denn der Aktionsradius dieser Big Band? Das heißt, in welchem Umkreis spielt die Band Konzerte? Und ganz wichtig, von wo aus agiert die Band? Also wo probt diese Band? Bei dem Namen ist es ganz interessant, viele Big Bands haben den Namen, ihre Herkunft mit dem Namen. Ich möchte aber trotzdem mit ein bisschen interessanteren Daten weitermachen, nämlich der Anzahl Mitglieder. Im Lehrbuch steht immer, die Standardanzahl der Mitglieder einer Big Band sind etwa 17 Musiker. Ja, viermal Rhythmusgruppe, vier Trompeten, vier Posaunen, fünf Saxophone. Meine Daten belegen das ein Stück weit und offensichtlich, ja, also blau eingefärbt ist die Standardbesetzung, offensichtlich trifft das relativ gut zu. Das ist, wenn man das über den Daumen peilt, eine Normalverteilung, nennt man das in der Statistik, diese Kurve, die man in dieses Schaubild reinlegen kann. Der Peak bei 20 Mitgliedern kommt wahrscheinlich daher, dass viele Bands die Rhythmusgruppe doppelt besetzt haben oder vielleicht den Dirigenten mitzählen. Es gibt auch ein paar Ausreißer. Ich habe eine Big Band, die angeblich nur ein Mitglied hat. Fragen Sie mich nicht, wie das zustande gekommen ist. Aber auch sowas taucht in Statistiken auf. Genauso habe ich eine Big Band, die 45 Mitglieder hat. Das würde ich dann schon fast Very Big Band nennen. Kommen wir weiter zum Thema Organisationsform. Ich habe verschiedene Kategorien gebildet, denn alle Fragen in meinem Fragebogen waren offengestellt. Das heißt, jeder konnte eintragen, was er möchte. Da standen dann teilweise recht abenteuerliche Dinge, wie die Frage lautete, wie ist Ihre Big Band organisiert? In Klammern zum Beispiel Schul-Big Band, eingetragener Verein etc. Und dann kommen so Antworten wie durch meine Person oder eigentlich ganz gut oder manchmal wünschte ich, Sie würden mehr proben. Ich habe mich entschieden, weil ich den Rückschluss auf das spielerische Niveau schließen wollte, diese Kategorien einzuführen. Das heißt, wir haben Schul-Big-Bands oder Musikschul-Big-Bands. Da würde ich sagen, das sind so die Jüngsten, die gerade anfangen, Big-Band-Jazz zu lernen und zu spielen. Wir haben Betriebs-Big-Bands, das heißt, das sind vermutlich erwachsene Leute, die schon lange ihr Instrument spielen und das auch im Betrieb tun. Wir haben Jazzorchester mit einer öffentlichen Trägerschaft. Das sind vorrangig die Landesjugend-Jazzorchester oder auch das Bundes-Jazzorchester. Außerdem
gibt es viele Big Bands, die aus Hobbymusikern bestehen, die sich selbst organisieren, und auch viele Big Bands, die eingetragene Vereine sind. Die letzten zwei Kategorien, GBR, also Gesellschaft bürgerlichen Rechts, und semiprofessionell, das sind vermutlich die Big Bands, die häufig auftreten und sich deshalb auch auseinandergesetzt haben mit der Situation beim Auftreten. Anders kann ich mir die Angabe GBR nicht erklären. Und natürlich gibt es auch einige Profi-Backbands, die aus Berufsmusikern bestehen. Wie setzt sich jetzt aber die Menge an Big Bands, in dem Fall exakt 289, zusammen? Wir haben erstmal 1,8%, keine Angabe, das ist natürlich ganz toll. Aber ein Löwenanteil, nämlich fast ein Drittel, sind Musikschul-Bigbands oder Schul-Bigbands. Das bedeutet, es gibt in diesem Land sehr, sehr viele junge Nachwuchsmusiker. Die Betriebs-Bigbands und die Bigbands in öffentlicher Trägerschaft machen nur einen sehr kleinen Teil aus. Die Hobbymusiker und die eingetragenen Vereine hingegen stellen wieder einen sehr großen Anteil. Wie zu erwarten war, ist der Anteil der semiprofessionellen Big Bands etwas größer als der der professionellen Big Bands. Und sonstige sind dann alle die Antworten, die ich eben schon beispielhaft genannt habe. Insbesondere die Kategorien Hobbymusiker und eingetragener Verein sind eigentlich sehr schwer zu trennen, denn eingetragene Vereine sind meistens Hobbymusiker, die sich dazu entschlossen haben, wir gründen einen eingetragenen Verein, dann haben wir es leichter mit Spendengeldern und so weiter und so fort. So viel dazu. Wo sind diese Big Bands unterwegs? Also wie weit? Ich habe hier aufgelistet, auf der Achse nach rechts, den Umkreis, in welchem Umkreis die Big Bands unterwegs sind. Das fängt an bei keiner Angabe und dann in 25 Kilometer Schritten bis 100 Kilometer, dann bis 200 Kilometer, bis 500 Kilometer und so weiter. Und auch hier ist mir im Nachhinein aufgefallen, dass diese Kategorien nicht ganz so schlau waren. Denn egal, wo in der Bundesrepublik ich mich aufhalte, sobald ich 501 Kilometer und mehr als Aktionsradius gebe, bin ich eigentlich schon im internationalen Raum. Das erklärt auch, weshalb die Antworten in diesen Kategorien sehr klein sind und dann gegen Ende wieder etwas ansteigen. Wenn ich jetzt schaue, welches Spielniveau wie weit unterwegs ist, dann ergibt sich da ein sehr interessantes Bild. In dem Schaubild gehen alle Balken bis ganz nach oben, weil es jetzt Prozentangaben sind. Also lassen Sie sich davon nicht verwirren, Sie müssten sich dafür ein bisschen an das Schaubild von eben erinnern. Keine Angabe besteht aus diesen Kategorien. So, und jetzt wird es interessant. Einen sehr kleinen Aktionsradius haben hauptsächlich die Schul-Bigbands grün eingezeichnet. Wenn wir jetzt weitergehen und den Radius immer weiter erhöhen, so nimmt der Anteil der Schul-Bigbands ab zugunsten der professionellen Bigbands. Und das habe ich eigentlich erwartet bei meiner Umfrage. Denn was machen Profis aus? Profis macht ja aus, dass sie berühmt sind ein Stück weit. Und Berühmtheit zieht zwangsläufig nach sich, dass man weiter wegfährt. Das ist in der Bildungsgeografie, auch in Zweig der Geografie, ganz üblich. Und läuft dort unter dem Schlagwort, höhere Qualifikation erfordert höhere Mobilität. Und das scheint beim Jazz in der Big Band-Szene ganz genauso zu sein. Gerade die internationalen Big Bands sind dann hauptsächlich die roten Big Bands, also diejenigen, die professionell oder eben in öffentlicher Trägerschaft sind. Meine Umfrage befragt ausschließlich Big Bands, die heute noch bestehen. Das heißt, wenn eine Big Band 1967 gegründet wurde und 1975 schon nicht mehr gab, dann taucht sie in meiner Statistik nicht auf. Das ist bei diesem Schaubild ganz wichtig. Denn hier sind die Gründungen aufgezeigt, wie viele Big Bands sich in welchen Jahresperioden gegründet haben. Das ist immer in 5 Jahresschritten und diese Statistik habe ich auch gleich in Karten dabei. Deshalb pushen wir da etwas durch. Ja, und man sieht, ab 1980 steigt die Anzahl der Gründungen rapide zu, nimmt rapide zu, bis Mitte der 90er Jahre und dann nimmt sie auch wieder ab. Dieses Ansteigen Ende der 80er Jahre ist vermutlich dem Umstand zu schulden, zuzuschreiben, dass man seit da in Deutschland Jazz studieren kann und lernen kann tatsächlich. Klaus Graf hat im Interview gesagt, dass er ganz, ganz groß die Play-Alongs von Jamie Ebersold sieht, mit denen man Jazz tatsächlich lernen und üben kann, auch alleine. Ansonsten braucht man ja immer Mitmusiker. Und je nachdem, wo man gerade ist, ist das immer ein bisschen schwierig, die zu finden. So viel Statistik, das war erstmal viel auf die Ohren.
deshalb habe ich jetzt als Geograf noch ein bisschen was mitgebracht, nämlich Karten. Karten sind unheimlich schön, weil Karten haben eine unheimlich hohe Informationsdichte. Wenn Sie versuchen würden, jemandem einen Stadtplan zu beschreiben, bräuchten Sie Tage. Aber ein Blick auf eine Karte macht sehr viel klar. Das hier sind alle Big Bands in Deutschland. Jeder Punkt ist eine Big Band auf der Deutschlandkarte. Was jetzt interessant ist, ist eben die Gründung. Ich habe versucht herauszufinden, ob es bestimmte Zentren gab für Big Band Musik im Laufe der Jahrzehnte, der letzten Jahrzehnte. Und ich lade Sie ein auf eine kleine Zeitreise auf der Deutschlandkarte. Ich habe jetzt hier nochmal das Schaubild von eben angezeigt mit den Gründungen. Und rechts sehen Sie die Deutschlandkarte. Und die großen Punkte sind die Neugründungen in dieser Zeitperiode. Das heißt, wir befinden uns vor 1960, da wurden 3 Big Bands gegründet. Bis 1964 kamen 2 neue dazu. Das heißt, es bewegt sich noch alles in einem sehr kleinen Rahmen. Und wer in der deutschen Geschichte gewieft ist, wird merken, dass es im Moment noch hauptsächlich die amerikanische und englische Besatzungszone ist, wo die Big Bands entstehen. Bis 1969 kommen 2 Big Bands dazu, eher im Südwesten. Und ab dann werden es immer mehr Big Bands. Hier haben wir einen Ausreißer ganz unten in Bayern. Und ab den 80er Jahren wird es dann sehr viel. Und bis dahin ist auf jeden Fall eine deutliche Clusterung von Baden-Württemberg nach Richtung Köln zu verzeichnen. Wo der Wein wächst. Genau, wo der Wein wächst. Ab dann, zu der Zeit, als der Jazz verschult wurde, könnte man sagen, dann nimmt das Ganze dann auf einmal, greift das um sich und umfasst die ganze Republik. Außer den Osten. Ich glaube, hier in Berlin brauche ich niemandem die deutsche Geschichte erklären. Aber die Punkte hier in Berlin sind alle in West-Berlin. Also es wird wirklich sehr wild in Deutschland. Überall sprießen Big Bands aus dem Boden in den 90er Jahren. Und gegen heute wird es leider immer weniger. Die Frage ist nur, was bringt die Zukunft? Wird es ganz abnehmen oder wird es eine Wellenbewegung werden? Man weiß es nicht. Das heißt, interessant wäre es eigentlich, dieselbe Umfrage in, sagen wir, 10 oder 15 Jahren nochmal zu machen. Vielleicht komme ich dann zum 45. Jazz-Treff nochmal nach Berlin. Also hier noch einmal die Karte Big Bands in Deutschland, in Klammern nur aktuell bestehende Big Bands. Und auch hier muss ich noch eine kleine Einschränkung hinzufügen, nämlich diese Karte ist leider von letztem Jahr, zu dem Zeitpunkt, als ich meine Abschlussarbeit geschrieben habe. Aber es hat sich seither, glaube ich, nicht besonders viel getan. Das heißt, das ist relativ aussagekräftig. Jetzt ist die nächste Frage gewesen, ist die Big Band denn ein städtisches Phänomen? Und wenn man sich hier eine Karte des Bundesinstituts für Bau, Stadt und Raumforschung hier auf der linken Seite zu sehen vor Augen führt, dort sind 2011 die Landkreise in Deutschland klassifiziert worden. Einmal nach städtischer Raum und ländlicher Raum. Und wenn man diese beiden Karten übereinander legt, dann wird, glaube ich, sehr deutlich, dass die meisten Big Bands tatsächlich im städtischen Raum auftauchen. Die Frage ist jetzt, warum ist das so? Sind Städte Magneten für Big Bands oder kommen in Städten einfach nur so viele Musiker zusammen, dass man dort Big Bands gründen kann? Gibt es auch im Land gar nicht genug Musiker? Die einzelnen Punkte, die hier sonst auf dem ländlichen Gebiet sind hauptsächlich in der Tat Schul-Big-Bands. Das heißt, auch auf dem Land scheint zumindest in Schulen Big-Band-Jazz beliebt zu sein. Das bedeutet, ich kann meine Forschungsfragen, gibt es Hotspots, ganz klar mit Ja beantworten. Nämlich hauptsächlich in den Städten. Und je nachdem, welche Zeitperiode man anschaut, ist das so die Achse von Mannheim bis Köln, wo auch die Jazz-Hochschulen sind, die mit als erstes entstanden sind. Damit ist schon die Frage, wie hat sich das Phänomen verbreitet, ein Stück weit beantwortet, eben von diesen Zentren aus, immer weiter ins Umland. Und die Person mit den Schlüsseln, die Frage mit den Schlüsselrollen kam jetzt ein bisschen kurz. Es kann aber auf jeden Fall gesagt werden, ja, es gibt diese Schlüsselpersonen. Und 2 Personen, die zumindest bei meinen Interviewpartnern sehr häufig genannt worden sind, Jix Wickham und Peter Herbolzheimer. Beides wahrscheinlich sehr, sehr bekannte Namen in der Big Band Szene. Beide machen sich sehr verdient um die Gründung des Bundesjugendjazzorchesters, in dem zumindest 2 meiner Interviewpartner auch mitgespielt haben. Klaus Graf damals sogar in der Gründungsbesetzung und Jochen Welsch dann einige Jahre später. Und was dabei sehr interessant ist, ist, dass obwohl zumindest Herr Graf und Herr Welsch in einer ähnlichen Region unterwegs gewesen sind, aber zu sehr unterschiedlichen Zeiten, haben sie dieselben Kontakte knüpfen können.
Das bedeutet, dass zumindest Jiggs Wickham und Peter Herbolzheimer über eine relativ lange Zeit eine Konstante in der Jazzszene waren im südwestdeutschen Raum. Ich bin mir sicher, dass es hier im Norden, um Berlin, bestimmt ähnliche Personen gibt. Da können wir sicher gleich noch diskutieren. Und die Frage, die sich jetzt stellt, Peter Herbolzheimer ist ja vor einiger Zeit leider verstorben, wie geht das weiter? Wird es neue Personen geben, die in ihre Fußstapfen springen? Oder ist durch das Internet vielleicht diese Notwendigkeit gar nicht mehr da, dass man Leute kennt, sondern geht man einfach auf Facebook oder sonst wo, früher mal als MySpace, und lernt dort andere Musiker kennen, verabredet sich und spielt zusammen. Das ist, finde ich, sehr interessant, das bleibt auf jeden Fall spannend. Und das war dann letzten Endes auch das Ergebnis meiner Arbeit. Jetzt ist nur die Frage, was bleibt denn jetzt von dieser Arbeit? Ich habe vorhin gesagt, ich wollte was verfassen, wovon irgendjemand was hat. Und wenn Sie mit Ihrem Smartphone diesen QR-Code einscannen, landen Sie auf der Webseite http://bigbands.davidlohner.de. Auf jeden Fall landen Sie auf dieser Homepage, Big Bands in Deutschland und wo spielst du? Das heißt, ich habe aus diesem Projekt eine kleine Webseite gemacht und möchte diese Datenbank an Big Band-Daten weiter pflegen. Das heißt, wenn Sie dann oben rechts auf den Navigationsbutton klicken, landen Sie in einem schönen Menü. Und dort unter dem Punkt Register, dort finden Sie eben genau diese Datenbank, nämlich ein Big Band Register, in dem alle deutschen Big Bands verzeichnet sind, die sich auf meine Umfrage hin bei mir gemeldet haben. Sie können diese Tabelle durchsuchen nach allen möglichen Kriterien. Sie landen da entweder bei dem Namen der Big Band, bei der Webseite, die ist überall verlinkt. Sie können auch nach Postleitzahlgebieten suchen oder nach dem Ort, wenn Sie die Postleitzahl nicht wissen. Und können sich so suchen, hey, ich ziehe um, ich mache da und da Urlaub, gibt es da eine Big Band in der Nähe? Das ist, glaube ich, sehr hilfreich, denn sowas gab es zwar mal bis 2011, das ist auf der Website auch irgendwo erwähnt. Im Laufe der Zeit haben sich da sehr, sehr viele tote Links eingeschlichen, weil sich die Big Bands wieder aufgelöst haben, weil die Webseiten umgezogen sind. Und ich versuche mit meinem Projekt, das ich übrigens nur in meiner Freizeit betreiben kann, leider, versuche ich, dass ich die Daten aktuell halte. Das bedeutet, wenn Sie irgendwo in Deutschland eine Big Band suchen, gehen Sie auf meine Webseite, schauen nach, mit ein bisschen Glück finden Sie da eine. Wenn Sie irgendwelche Big Bands kennen, vielen Dank, die da nicht drinstehen, schicken Sie denen einen Link, Sie können sich bei mir eintragen. Es gibt auch im Menüpunkt neue Big Band eintragen. Das Ganze wird von mir nochmal durchgesehen, also es ist kein automatisierter Prozess. Wer eine Big Band einträgt, kann nicht damit rechnen, dass sie in den nächsten 3 Minuten online ist, sondern ich schaue mir das an, ich gucke, ist der Link in Ordnung, stimmt das, sind da keine Tippfehler drin, und dann landet die Big Band in der Liste. Ich habe auch für diese Webseite einige Dinge noch geplant, die ich, wenn ich Zeit habe, umsetzen kann. Sowas wie zum Beispiel ein Newsletter, falls es wichtige Änderungen gibt. Also das Projekt ist noch nicht zu Ende. Und ich hoffe, es findet ein bisschen Anklang. Ich hoffe, ich konnte es hier in Berlin noch ein bisschen promoten, wie man neudeutsch sagt. Dann einmal nochmal hier der QR-Code für alle, die eine App installiert haben. Außerdem der Link. Und damit hoffe ich, dass mein Big Band Register lange Zeit besteht und weiter gefüttert wird mit Daten von Ihnen, von Ihren Freunden, von bekannten Musikern, von anderen Big Bands hier aus nicht nur Berlin, sondern ganz Deutschland. Wenn irgendjemand Fragen hat, inhaltlicher Natur oder über das, was ich hier vorgestellt habe, hinaus, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Ansonsten vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben.